Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. In der letzten Folge haben wir... ich drücke hier wahllos Knöpfe, ey. Ich will die doch einfach nur zurückholen. Ah ne, wir wollten uns verstecken. Scheiße, stimmt. In der letzten Folge haben wir Moody Eyes aufs Maul gegeben, dem Hund. Und haben erfolgreich festgestellt, dass unser Bram irgendwie, wie hieß du nochmal, Bramin, Bromin, Bormin, immun ist gegen Zurückstoßen, was natürlich die Hunde komplett außer Gefecht setzt. Das ist eine richtig geile Nummer. Und ob wir jetzt den Kollegen schaffen, das erfahren wir jetzt. Heute. Hier und jetzt. Wenn er hier gleich da ist. Eines Tages. Wobei er meinen Bormin eigentlich sehen müsste. Dann muss ich mich, eigentlich muss ich mich besser verteilen für so einen Quatsch. Naja. Bevor er jetzt hinter Baumstumpf verschwindet. Ja, er hat natürlich meine Leute schon gesehen. Naja. Ich glaube, wir können ihn nicht komplett in einer Runde fertig machen, ne? Dafür müssten wir schon mehrere kritisch auf einmal landen. Aber was will ich haben? Wir gucken, ob er Leute anlockt. Ja, tut er. Aber egal, wir kommen bestimmt damit klar. Wollt ihr gerade Hilfe rufen und die haben gesagt, ja, kümmere dich selbst drum? Nein, okay, der Panzertyp ist natürlich ein bisschen kacke. So. Ich könnte ihn natürlich auch umnocken. Oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin mit jedem mit Overwatch gegangen. Bin ich doof. Ja, das wird nicht reichen. Im Endeffekt wird es da, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass ich ihn zurück, dass ich ihn wegwerfe, also umwerfe. Oder wir versuchen es echt mit jedem einmal aufzunehmen. Wir können es versuchen. Auch wenn der Panzer hier unterwegs ist. Oh Gottes Willen. Oh! Echt jetzt? Der verschanzt sich da. Oh Gott, wie viele Leute sind denn hier? Verstärkung. Um Himmels Willen. Egal, das können wir schaffen, das können wir schaffen. Wir müssen uns erstmal nur um den hier kümmern. So. Keine Trefferchance. Ich kann mich natürlich... Du bist ja Schutz. Lauf mal dahin. Und dann kümmere dich erstmal um den Schlechter hier. Echt jetzt? Und du gehst dann dahin. Overwatch. Hui. So kannst du ruhig weitermachen, Junge. Ah, oh, das ist nicht gut. Echt jetzt? The female. Was haben die gegen meine Frau? Das sind so viele Leute, ey. Ja, ich muss die erstmal vernichten. Okay, außer Reichweite. Dann laden wir mal nach. Und gehen in Overwatch. Du kannst den ja treffen, ne? Dann laden wir erstmal nach. Wir haben mehr die Zeit. Okay. Das ging leider in die Hose. Und du, meine Liebe, du musst halt ganz woanders hinlaufen. Du hast ja schon so viel Leben verloren, du solltest ganz hinten stehen. Ja, von da hinten wird er auch nie was treffen. Dann wird meine Deckung komplett zerstören, aber das war's auch schon.
Echt jetzt? Mann. Ich setze... Leute, Baumin setze ich auf Overwatch, damit er sie umhaut, wenn sie auf mich zulaufen. Dafür muss er sie allerdings treffen. Na gut. Laden wir erstmal kurz nach. Dann ballern wir den weg. Kriege ich da einen kritischen hin? 5%, 10%. Na ja, gut, wir gehen auf die 10%ige Chance. Naja. Er brennt aber zumindest, aber ich weiß nicht, ob ich ihn dadurch umbringe. Deswegen ja. Oh, ich hätte mich bewegen sollen. Shit. Das ist nicht gut. Die kommen auch immer wieder näher. Hm. Ich meine, wir haben es ja nicht so gut wie geschafft. So, als allererstes nehmen wir ihn. Und gehen auf den. Und hauen damit seine Deckung weg. Weil dann wir uns eh nicht bewegen. Und du suchst dir mal eine neue Deckung. Und in der nächsten Runde werde ich noch heilen. Crit-Chance 25%. Okay, Baby, critte. Das gibt's doch nicht. Jetzt bist du tot. Das war ein Crit um Leben oder Tod. Was geht denn mit dem ab? Er kann mich nicht umhauen, der Depp. Okay, jetzt ist der Dicke aber hier. Jetzt haben wir ein Problem. Nee, das wird so nichts. Wenn der Dick ist gekommen. Hm. Geht nicht anders. Gute Nacht, mein Freund. Jetzt ist er in der Mauer. Ja, vielleicht können wir ihn treffen. Aber natürlich mit Silence-Waffen. Keine Trefferlinie, ich dreh durch. Weil er da halbwegs in der Wand hängt. Oh, does that hurt? Serves you right. So, erledigt. Was a good kill. Ah, gut. Wir haben da hinten jetzt noch 3 Punkte. Einer davon ist ein leichter Gegner. Einer davon ein krasser und wiederum einer ein mittlerer. Da ist der schlechter. Ist der denn alleine unterwegs? Nein, der Schamane ist bei ihm. Und er guckt eigentlich auf ihn drauf. Test es halber, ob wir den so killen können. Wir sind verdammt weit weg. Ich will mal was testen. Wir haben ja gespeichert. Rein theoretisch dürfte er mich durch die Wand ja nicht sehen. Doch, es geht. Das musste getestet werden. Es ist schon gewagt. Vor allem, wenn ich jetzt mit Dax hier hingehe. Now it's getting fun. Und jetzt müssen die anderen treffen, damit er stirbt. Hey,
Ah, ich wurde bemerkt. Scheiße. That was awesome. Der Feind hat dich gehört. Mal gucken, ob wir das noch irgendwie retten können. Aber der wird ja Hilfe rufen, ne? Na, den hätte ich umboxen müssen. Scheiße. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Ja, ja, ist ja gut. Oh, ich brauche noch 2 Kills dafür. Oh, wie machen wir das? Wie machen wir das? Was haben meine anderen für Fähigkeiten? Was hast du? Befehle den Wurzeln nahe Bäume, deine Gegner festzuhalten. Haben wir da Bäume? Ich meine, ich werde sowieso laden. Blau bedeutet wahrscheinlich nein. Oder? Ich glaube, es funktioniert. Wie viele Runden hält das an? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie lange das anhält. Ich muss mal kurz laden. Und es geht nur, indem ich ihn eigentlich umhaue. Deswegen werde ich den Speicherstand natürlich nicht einfach laden. Nee. Die Gegner bleiben ja so, wie sie sind hier. Ne? Was im Endeffekt so heißt, wir gehen ins nächste Gebiet, töten dann noch 2 Leute und dann kommen wir einfach wieder. Das ist der Plan. Jetzt laufen wir zurück, oder? Ich glaube, das ist zurück. Können natürlich gucken, ob wir im Anfangsgebiet die 2 Leute schon platt kriegen, aber ich weiß es halt nicht. Ist halt fraglich. Bin froh, dass Baumi noch so viel Leben hat. Oh, Notiz. Notiz von Stalker Oscar. Vor ein paar Tagen haben meine Crew und ich bei Prip ein bisschen gewürfelt. Ich hatte eine Pechsträhne und habe mich nicht wirklich auf das Spiel konzentriert. Deshalb ist mir aufgefallen, wie Prip leise mit einem zwielichtigen Gast am dritten Tisch hinter uns redete. Ihre Unterhaltung schien ziemlich intensiv zu sein und Prip gab seinem neuen Freund einen Grog nach dem anderen aus. Als der Fremde kaum hörbar einen Groglager der Altvorderen erwähnte, begannen Prips Augen vor Aufregung zu leuchten. Wie es aussieht, gibt es im Süden etwas, das wir uns ansehen sollten, sobald wir nüchtern genug sind, um unsere faulen Ärsche in Bewegung zu setzen. Stalker Oscar. Ein paar Saufköpfe, ja. Ich wette, davon kommt einer bei uns ins Team, weil der andere verreckt ist. Oder zu besoffen war und wo eine Klippe runtergefallen ist. Was auch so viel ist wie verreckt. Das weiß ich. Der Drecksschamane, ey. Den können wir da hinten wirklich festhalten. Dass er uns nicht stört, währenddessen wir den Schamanen ausnocken. Das ist eigentlich eine gute Idee. Den Typen festhalten, den Schamanen auslocken, knocken, den Kleinen dafür umbringen. Und dann uns um den Schamanen kümmern und dann den Dicken. Das ist momentan der Plan, den kann ich natürlich verändern, indem ich den Schamanen zuerst töte, damit er keine Verstärkung holt. Aber gucken wir mal. Erstmal gucken wir, was wir hier haben. There's resources out here we can bring back to the Ark. We just need to keep our eyes open. We made it. Behold the scrapyard. Why are we dumping junk? He wants junk. Junk? Didn't tell you? This one's a steel chariot. That one's another steel chariot. Well, broken steel chariot. Both of them broken beam. When they were working, we watch out. Okay, wir müssen ihm schlechter hier auflauern. Wenn wir hier dem einen schlechter... Oh, da kommt ein Roboter. Ah. Also der Schlechter kommt hier lang. Den ballern wir erstmal weg. Das ist ein Kill. Dann haben wir da noch einen Schlechter. Dann haben wir 2 Kills. Dann können wir zurückgehen und uns dann den Problemen widmen. Da müssen wir mal schauen. Ich hätte gerne so einen Ort,
wo Gegner respawnen. Einfach nur, um ein bisschen zu farmen. Das wäre echt geil. Der kommt einfach nicht mehr her. Dafür kommt jetzt der Medibot her. WTF? Wollen wir uns... Ich versuche mal, ob wir den Medibot ausschalten können. Dafür müssen wir eigentlich nur Glück haben. Der Feind hat dich gehört? Oder ist es nicht gut? Mal gucken, wer uns gehört hat. Ansonsten wäre das echt ein guter Kill. Ach, niemand. Nice. Das ist ein guter Kill. Ja, ich habe das gemacht. Was denkst du darüber, huh? Jetzt bleibt noch eine Runde. Eine Runde. Gib mir eine Runde. Danke. Dann ist er mindestens zwei Runden außer Gefecht. Super. Das war der erste Kill. Den finden sie auch nicht wieder. Okay, und wir haben ein Level-Up. Sehr schön. Jetzt müssen wir eigentlich nur auf den anderen Deppen warten. Dann haben wir unsere zwei Kills. Nice. Ja, wer kommt mich da besuchen? Willkommen in der Hölle. Zack. So. Schön kritischer, so stelle ich mir das vor. Zwei kritische weg. Okay. Ich will nur kurz den Loot einsammeln, dann können wir zurück. So, Zeit, sich um die Penner zu kümmern da hinten. Und wir können ja noch zu den Wölfen, das sind ja auch Free Kills, ne? Wenn wir es richtig anstellen. Wenn. Ich bezweifle es irgendwie stark. Gut. Wir müssen dem Plan nachgehen. Wenn alles so hinhaut, wie ich es mir vorstelle, wird das richtig easy. So, da ist der Schamane. Und da ist der andere Depp. Okay, Bormin. Wir müssen Bormin so nah rankriegen wie möglich. Ich glaube, das ist hier diese Bank. Erstmal abspeichern. Puh. Okay, alles klar. Du versteckst dich hier. Du versteckst dich. Nee, ich muss näher ran an den Stalker. Aber Miss Marple darf mich auch nicht sehen, ne? Du kannst eigentlich auch zur Bank gehen. Okay, weil du musst Miss Marple ausschalten. Beziehungsweise festhalten. Weil festhalten heißt ja noch lange nicht, dass er sich nicht mehr wehren kann, ne? Wollte ich nur mal erwähnen. Na gut, speichern wir mal. Jetzt kommt es drauf an. Okay, Hinterhalt. So, mein Freund, du musst jemanden umboxen für mich, und zwar den Kollegen hier. Donut. Daraufhin kannst du ja immer noch schießen. Ne? Das heißt, hol mal direkt die fetten Wurm raus. Dann kommst du her und setzt dich... dahin. Ist mir egal, ob du beim Schleichen entdeckt wurdest. Wir schleichen schon lange nicht mehr. Ah, ein kritischer wäre es jetzt gewesen. So. Dann aktivieren wir dich.
Du setzt diese Fähigkeit auf ihn hier ein. Und dann erschießen wir ihn. Oh, mit der Pistole. Echt jetzt? Oh, das ist bitter. Hohoho, perfekte Deckung. Deswegen hat es funktioniert. Okay, dann laufen wir erstmal weg. Er kann mich von da aus treffen. Laufen wir hier hin. Ja, scheiße, dass ich jetzt eine Runde verloren habe. Hm. Vielleicht hätte ich mit Bomi noch mich bewegen sollen. Oh, er macht Overwatch. Perfekt. Okay. Wir wechseln nie die Waffe. Okay, der Schaman ist weg. Jetzt kommt nur noch Miss Marple. Von hier aus kann ich ihn tatsächlich treffen. Ah, shit. Das kannst du nicht, du Depp. Okay. Ich will aber die Deckung nicht wegschmeißen. Ich habe Angst, dass ich die Deckung kaputt haue. Kann ich von hier aus speichern? Ich kann hier aus speichern. Oh mein Gott, ist das gut. Okay, wir haben gespeichert. Wir gucken, was passiert. Ich habe nie dran gedacht, mit dem Kampf zu speichern. Sehr schön. Er wird. Vielleicht haben wir Glück und er wird jedes Mal versuchen, durch die Deckung zu springen. Ich kann von hier aus treffen? I did that. What do you think about that, huh? Okay, Selma, bring dich mal in Sicherheit hier. Oh, er hat's geschafft. Wieso ist er explodiert? Was ist passiert? Ah. Okay, Selma, mach mal Overwatch hier. Ich habe keine Ahnung, wieso der explodiert ist. Mir ist das ehrlich gesagt egal. Oh, scheiße, jetzt habe ich keine Munition mehr, ne? Schade. Ja, Baumin hat genug Leben. Nur eine halbe Deckung, aber gut. Hoho! Mein Freund, jetzt hast du ein Problem. Kann ich von hier aus? Ich kann den doch treffen, ne? Ich kann den treffen. Er ist tot! Oh mein Gott, ich hätte niemals gedacht, dass das so gut funktioniert! Oh mein Gott! Ich bin ein taktisches Ginny! Herrlich. Chemiefackel. What is this weapon they were talking about back there? I heard the stories about these guys. They were supposed to be searching the ruins of the ancients, searching for, I don't know, magic relics. Dangerous relics. This shit gives me heartburn. Do these relics happen to kill large amounts of people?
Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir gucken erstmal, was wir für eine hübsche Waffe kassieren. Rambino schon wieder? Na gut. Kennen wir eigentlich schon. Ja, das zu denen. Ich würde sagen, heutige Mission erreicht. Hier ist ein Geldautomat. Wir haben die Typen platt gemacht. Das heißt, hier ist jetzt nichts mehr. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir ein bisschen den Schrottplatz aufmischen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.